Ja, Leute, was geht? Es geht weiter mit Let's Play. Let's go to Oblivion. Ich habe mal kurz einen Begeister herkriegen. Weil dieses Zeug da, ja, dieses, was er da haben will. Wir müssen mal nach Skingrad, denn wir brauchen ein paar Geister. Ja, wir müssen 5 von diesen. Ja, von dem Zeug halt sammeln. Genau, aber waren wir noch nicht in Skingrad, kann das sein? Genau, wir müssen eine Kapelle finden. Hier in Skingrad noch nicht gehen. Waren wir echt noch nie in Skingrad? Krass. Worum geht es hier? Das hier. Magergilde. Warum ein paar Geisterchen? Die können wir das auch gerade nicht holen? Ja, wo ist denn die? Psst, hier drüben. Ja, ihr. Wir könnten hier nicht reden. Zu sehr in der Öffentlichkeit. Was? Kommt um Mitternacht hinter die große Kapelle. Lasst euch nicht verfolgen. Ihr werdet das nicht bereuen. Da muss ich hier hin. Danke. Ich bereue es nicht. Geil, danke. Ich muss da hin. Oh, hallo. Gut, warte, Junge. Ich soll bei dir hinter die große Kapelle kommen. Ich mach ganz kurz betrunkene Ruhestörung und dann komme ich. Denn ich brauche Geister. Kapellenraum. Ich hab gehört, hier sind Geister dran. Nimm mal sie in die Gruft, oder? Yep, hier muss ich rein. Kann ich hier keinen Geist? Kann ich da keinen Geist killen? Ja. Dich kann ich auch nicht hauen. Eieiei, auch nicht. Drei Stück hätte ich ja hier. Wenn ich jetzt hier rausgehe. Andere Leute. Geister! Vorsicht! Achtung! Na. Das ist blöd. Warte, ich probiere es doch mal. Sonst müssen wir es auf eine andere Folge verschieben. Es wäre. Ja.
Ich bin Balandros Arbor, Primas von Julianos. Ihr dürft mich mit eurer Eminenz ansprechen. Latia? Ich will ja nichts sagen, aber er ist schon etwas mehr als nur ein bisschen seltsam. Er wurde aber schon immer als der hiesige Exzentriker geduldet. Uras, der Schafhirte, sorgt wirklich gut für seine Schafe und er hat eine Vorliebe für Käse. Ich meine, er mag Käse wirklich sehr. Ein Primas hat wichtigere Dinge zu tun, als einen Touristen mit Informationen zu versorgen. Bettler haben reichlich Zeit. Ich bin sicher, ihr habt viel gemeinsam. Arschloch. Lebt wohl. Einen wunderschönen guten Tag. Danke. Hey, ja! Na, das kann ich vergessen. Gucken, ob das was bringt. Ja, es bringt was, haben wir so. So geht's auch nicht. Ja gut, ich gehe wieder. Ja, wir haben Feuerball, aber der ist nicht stark genug. Ne, das können wir nicht und das können wir momentan vergessen. Okay, muss ich mir was anderes überlegen. Das machen wir auf jeden Fall noch. Muss nur gucken, wie wir die Geister loswerden können. Ob ich mir vielleicht eine Waffe verkaufe oder mal gucken. Vielleicht gibt es in der Waffe, muss ja nicht mal viel Schaden machen, wo wir aber kurz die Geister besiegen können. Ah, ihr seid da. Ja. Seid ihr sicher, dass ihr nicht verfolgt wurdet? Gut, yep. Ich wusste doch, dass ich euch vertrauen kann. Niemand sonst in der Stadt, sie wissen alle Bescheid. Alle beobachten mich. Nun ja, ich möchte, dass ihr etwas für mich tut. Ich zahle euch gut mit Gold. Ihr mögt Gold, nicht wahr? Viel Gold. Und das ist los. Ich werde verfolgt, beobachtet. Vielleicht die Marukati-Auserwählten. Bin mir nicht sicher. Ich bin eine Gefahr, seht ihr? Für ihre Pläne, ich weiß zu viel. Ich möchte, dass ihr einige Leute für mich überprüft. Die Leute, die mich verfolgen. Beobachtet sie. Achtet darauf, wohin sie gehen und wem sie Bericht erstatten. Wollt ihr mir helfen? Okay. Sehr gut. Das soll euch nicht leid tun. Ich zahle gut. Habe ich das schon erwähnt? Lasst uns mit Bernadette Penelés anfangen. Seid um 6 Uhr früh vor meinem Haus. Dann werdet ihr sie sehen, wie sie mich beobachtet. Achtet darauf, wohin sie geht und wem sie Bericht erstattet. Wir treffen uns morgen Abend wieder hier. Ach ja, und sprecht mich niemals in der Öffentlichkeit an. Sie beobachten uns. Sie können nicht wissen, dass ihr mir helft.
gehen Gott. Ich könnte euch so viel erzählen. So viele Geheimnisse. Doch dann wärt ihr auch in Gefahr. Am besten sieht uns niemand beim Reden. Bernadette Pinelis? Ihr Haus liegt fast direkt gegenüber meinem, südwestlich der großen Kapelle. Zufall? Das glaube ich nicht. Okay. Erinnert euch, Bernadette Pinelis. 6 Uhr früh. Lasst euch nicht beim Beobachten erwischen. Ja, ich bin diskret. So, ja, mit den Geistern muss ich gucken, wie die loswerden. Aber die werden auf jeden Fall los, aber... Ja gut, ich habe auch keine Waffe mehr, ich habe mir nie eine Waffe gekauft. Wo ich Geister brauche, 1 Uhr. Ne, Einschuss 0 Uhr. 0 Uhr... Muss ja nicht so sein, ne? Ein kleines Vögelchen zwitscherte mir ins Ohr, dass ihr euch in der ganzen Stadt nach Glatir umhört. Unser hiesiger Exzentriker. Ich möchte gerne wissen, warum. Das geht dich nicht an. Das ist meine Aufgabe. Erlaubt mir, dass ich mich vorstelle. Hauptmann Dion von der Wache des Grafen. Zu euren Diensten. Nun, ihr wolltet mir gerade erzählen, warum ihr euch so für Glatir interessiert. Ich will nur mehr über ihn wissen. Schön, dann ebenso. Lasst mich euch einen freundlichen Ratschlag geben. Glatir ist verrückt, vielleicht harmlos verrückt, vielleicht aber auch nicht. Lasst euch nicht auf ihn ein. Wenn er euch bittet, etwas Seltsames zu tun... Dann kommt erst zu mir, verstanden? Oder zu den Stadtwachen. Lasst uns das in die Hand nehmen. Okay. Hatte mich vor Glatir. Der freut und der wird auch gefährlich sein. Sie bat mich auch, zu ihr zu kommen, falls Glatir mich bitten würde, mehr für die Dinge zu tun. Na, mal gucken, wo sie hingeht. Okay, ich spiel mal ein bisschen Privatdetektiv. Nice. Gruß euch. Glatir benimmt sich im Augenblick noch seltsamer als sonst. Meint ihr nicht auch? Auf keinen Fall. Einer der Gildenmagier soll wieder verschwunden sein. Das ist schrecklich. Keine Frage. Habt ihr Nachrichten aus den anderen Provinzen? Ich nehme an, der Dedra-Kult ist auf der Insel Sumaset inzwischen weit verbreitet. Es hat den Anschein, die Insel Sumaset ist mittlerweile viel gefährlicher geworden. Wiedersehen. Wiedersehen.
Spitze für einen Versehrten. Ja, bis jetzt ist ja nichts mit der. Was soll denn mit der sein? Wo war die? Muss ich mal umstellen. Was soll denn mit ihr sein? Wie ging das an ihr Haus vorbei? Ja, sie will nicht nach Hause. Aber wo will sie hin? Wo will die gute Frau hin? Okay, sie will in die Westebene. Ja? Hallo. Hi. Einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Okay. Aber irgendwie muss der die ganze verfolgen oder wie? Das will ich jetzt eine. Oh Gott. Ich bin Bernadette Penelés. Ich arbeite für Tamika. Ich baue Trauben an, für ihre Weine. Der ist ja wohl echt nicht ganz dicht. Skingard? Ich habe mein ganzes Leben hier zugebracht, mit Traubenzucht. Darin kenne ich mich aus. Frische Luft, Berge, die Trauben an den Reben. Es ist einfach wundervoll. Mhm. Das Westebene ist ein gutes Lokal. Irina Hieranus ist nicht die Freundlichkeit in Person, aber sie ist nicht übel, wenn man sie erstmal kennt. Ich will ja nichts sagen, aber er ist schon etwas mehr als nur ein bisschen seltsam. Er wurde aber immer schon als der hiesige Exzentriker geduldet. Auch ihr. Ja. Und was soll ich jetzt machen? Okay. Jetzt ging sie ihrer Arbeit nach. Was jetzt? Also, ich weiß auch nicht, warum ich sie erfolgen soll. Also. Ist auch jemand. Oh toll, setz dich da hin. Ist doch gar nichts. Hallo. Was? Nein. Plattier? Nee. Ihr habt vielleicht gehört, dass er nicht ganz klar im Kopf ist. Und das kann auch wirklich sein.
Aber er war immer ein ruhiger Nachbar, hat niemals Schwierigkeiten gemacht. Okay. Auch ihr. Also er ist nicht ganz richtig im Kopf, das wissen wir schon mal. Aber... wie viel haben wir jetzt? Wir haben jetzt 13 Uhr. Er folgt dir jetzt die ganze Zeit, jetzt passiert nichts. Geht's jetzt nach Hause? Möchtest du mit ihm? Frage ist aber wird die verrückt. Ihr seht aus, als wärt ihr geschickt im Führen der Klinge. Ja, ein bisschen. Weil sie macht ja nichts. Also ist ja nicht mal, was macht. Wir haben jetzt gleich zwei. Die Frau macht doch gar nichts. Du weißt gar nicht, auf welche. Okay. Geht sie wieder in ihr Haus, ne? Wo war das? Aber hier, ne? Ja, da unten. Straße rauf. Nachrichtenbürger. Kann ich euch irgendwie helfen? Was kann ich für... Ich glaube, Clartier macht gerade mal wieder eine schwierige Phase durch. Was meint ihr? Das glaube ich allerdings auch. Wie ist das Wertebefinden? Kann nicht klagen. Seht ihr nicht, dass ich sehr beschäftigt bin? Okay, jetzt geht sie hier rein, aber das ist ja nichts Ungewöhnliches. Ja, kommt das noch? Nein, hinten. Jetzt muss ich ja hier arbeiten. Aber das ist eine normal arbeitende Frau, eine hart arbeitende Frau, aber... sonst ist da nix. Okay, muss ich nochmal 3 Stunden arbeiten. Nochmal 1 Stunde. Noch 1 Stunde. Okay, jetzt haben wir bald 10, okay. Wo geht man jetzt hin? Wir sind jetzt im komischen Weg nach Hause. Wenn die jetzt nach Hause geht, ne? Und das war's. Scheinbar so. Das ist eine normal arbeitende Frau, Junge. Okay. 10, 11, 12. Dann machen wir mal 8 Stunden.
Alter, du beschuldigst eine normal arbeitende Frau, irgendwie paar und irgendwie dich zu verfolgen, die doch gar nicht, die macht doch gar nichts. Na gut. Dann erklären wir ihm es mal. Mal gucken, ob er darauf anspringt. Ah, jetzt geht's in die Kapelle. Na gut. Und wo ist hier der Vogel jetzt? Da war ja überhaupt nichts. Mitternacht, 10 Uhr, 20 Uhr, 0 Uhr. Na, ich habe jetzt, ich habe die Alte jetzt ja verfolgt die ganze Zeit. Ja, das sollte ihn ja jetzt überzeugen, hoffentlich. Sonst weiß ich auch nicht. Sonst, So, ihr habt Bernadette Pinellés erwischt? Wie? Ja. Sie hat mich beobachtet und verfolgt, oder? Sie hat dich beobachtet oder verfolgt. Wirklich? Das überrascht mich. Ich war mir sicher, dass sie mich beobachten würde. Was mit Belohnung? Aber natürlich, das Gold hier. Aber da ist noch jemand, über den ihr Nachforschungen anstellen sollt. Was soll ich noch für euch tun? Tutius Sextius, kennt ihr ihn? Ein ruhiger Bursche, scheint völlig harmlos. Aber ich habe ihn als einen der Hauptverdächtigen ausgemacht. Er ist schlau, kein Zweifel. Augen im Hinterkopf. Scheint immer zu wissen, wenn ich ihn beobachte. Und genau da kommt ihr ins Spiel. Wartet vor seinem Haus und achtet darauf, was er tut, wenn er mich gerade nicht beobachtet. Ich warte dann morgen Nacht hier auf euch und euren Bericht. Ich kann immer noch kaum glauben, dass sie mich nicht beobachtet haben soll. Aber es ist eine Erleichterung, dass ich mir jetzt endlich keine Sorgen mehr um sie zu machen brauche. Naja, mal gucken, wie es am nächsten ist. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Beim nächsten Mal machen wir weiter im Let's Play The Elder Scrolls IV Oblivion. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dann. Tschüssi, bis dann. Ciao.